Was können wir aus dem Spiel aus Kiel mitnehmen? Dass wir eine sehr gute Mannschaft sind, dass wir sehr gut Fußball spielen können, dass wir auch Tore schießen können. Ja, dass wir rundum uns vor keinem Gegner in der Liga verstecken müssen. Und ja, das haben wir, glaube ich, mit dem Spiel und aber auch mit dem Ergebnis in Kiel gezeigt. Das Wichtigste waren natürlich die 3 Punkte. Ich denke, die Spiele davor waren auch okay, nur wir konnten nicht gewinnen. Das war jetzt das Wichtige in Kiel und so muss es natürlich weitergehen. Wir spielen gerne diesen Fußball mit wenig Befreiungsschlägen, viel Kurzpässen und viel Bewegung im eigenen Spiel. Wenn man dann am Ende des Tages auch gewinnt, dann macht es natürlich umso mehr Spaß. Ich denke, Hannover ist eine sehr gute Mannschaft in der zweiten Liga. Man hat, glaube ich, im letzten Spiel gegen Düsseldorf gesehen, was sie für Qualitäten haben. Vorne 3 Tore geschossen, hinten die 0. Das ist gegen Düsseldorf nicht sehr einfach. Haben ganz gute Einzelspieler. Auch den einen oder anderen, der ja, sehr erfahren ist, auch schon in der Bundesliga gespielt hat. Deswegen wird es kein einfaches Spiel. Ja, da wird es wichtig für uns, dass wir uns innerhalb der Mannschaft viel motivieren. Dass die Leute, die auf dem Spielfeld stehen, sehr aktiv sind, sehr lautstark sind. Aber auch die Leute, die auf der Bank sitzen, die Wechselspieler. Das ist natürlich nicht so schön wie mit Zuschauern. Aber wir wissen, wie wir damit umgehen müssen und das werden wir tun.